Hallo und herzlich willkommen und heute zeige ich euch, was es mit den sogenannten Argonarchen-Runen in Destiny The Taken King auf sich hat. Diese Runen haben folgende Aufgabe für euch. Ihr müsst 7 verschiedene Bossgegner der Taken oder Verfluchten erledigen. Allerdings gibt es hier eine Kleinigkeit, die nicht in den Voraussetzungen steht, aber euch viel Kopfzerbrechen erspart. Es wird nämlich jeden Tag immer ein anderer Gegner erscheinen und nur dieser. Ihr benötigt also 7 Tage, um diese Aufgabe zu erfüllen. Habt ihr allerdings mehrere Charaktere zur Verfügung, dann könnt ihr diese Rune einfach weitergeben und so bis zu 3 Aufladungen pro Tag erreichen. Doch nun mal zur Aufgabe selber. Hier werden die Gegner herbeigerufen, sobald ihr euch in die Nähe der schwebenden Leuchtkugeln begibt, wie ihr es im Hintergrundvideo seht. Nach ein paar Gegnerwellen kann ein gelber Bossgegner erscheinen. Habt ihr den erledigt, könnt ihr bis zum nächsten Tag warten. Diese Gegner erscheinen in verschiedenen Bereichen des Grabschiffes, von daher müsst ihr immer ein wenig suchen, bis ihr die richtige Area findet. Zumindest ist es ausgeschlossen, dass die Gegner hintereinander in derselben Area erscheinen. Habt ihr alle 7 Bosse erledigt und die Rune aufgeladen, müsst ihr zu einer bestimmten Truhe im Areal The Founds auf dem Grabschiff gehen, um diese einzulösen für euren Loot. Wo sich diese genau befindet, seht ihr im Hintergrund. Ich hoffe, dass euch dieser kurze Destiny-Guide gefallen hat. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich sehr über ein Like von euch freuen und auf jeden Fall wünsche ich euch schon mal viel Spaß beim Ausprobieren. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Good Game und auf Wiedersehen.